Hallo Mario. Hallo Christian. Ja, Stufenakkord ist das Thema. Stufenakkord, ja. Das ist eine wichtige Sache, ne? Das nennt man die Diatonik. Mhm. Also auf, wenn wir wieder die C-Dur-Tonleiter nehmen, als Grundtonleiter, dann haben wir C, D, E, F, G, A, H, C. Mhm. Und auf jedem dieser Töne kann man, wenn man Terzen schichtet, Akkorde bauen, sozusagen. Okay. Ne? Also der erste Akkord ist C-Dur. Der zweite Akkord ist D-Moll. Jetzt habe ich schon die 7 dazu getan. Okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Der dritte ist E-Moll. Der vierte ist F-Dur. Ich nehme mal nur die 3 Klänge. Dann kommt G-Dur. Und so weiter. Das heißt also im Prinzip, du hast auf jedem Akkordton hast du im Prinzip Akkorde. Okay, im Ton, Grundton hast du Akkorde. Und wenn du jetzt hingehst und du kannst einfach, wenn man jetzt zum Beispiel die einzelnen Stufen, also auf der ersten Stufe ist ja ein Dur-Akkord und zum Beispiel ist auf der sechsten Stufe ein Moll-Akkord. Mhm. Wenn man das jetzt einfach mal so C-Dur, A-Moll, okay, kommt einem sehr bekannt vor. Ja. Ne? Da gibt's wirklich ganz viele Stücke, die damit arbeiten. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe auf der vierten Stufe von C-Dur habe ich F-Dur und auf der fünften Stufe habe ich G-Dur, okay, oder so, dann habe ich 4 Akkorde. Mhm. 4 Akkorde. Und mit den 4 Akkorden kann ich schon mal was machen, indem ich zum Beispiel einfach hingehe und nur die Grundtöne und die Quinte nehme. Also Grundton, Power-Akkord, ja, erste Stufe, sechste Stufe. Ne? Das ist zwar, ich spiele jetzt keine Mollterz oder sowas, sondern ich spiele nur den Grundton und die Quinte, ja, aber kann man machen. F-Dur, vierte Stufe, G-Dur, fünfte Stufe. Und wieder zurück zum C. Und meinetwegen als Auflösung G. Okay. Dann habe ich zum Beispiel, kann ich sowas machen, ich das mal ein bisschen anders machen. Und nehme auch mal ein anderes Plektrum, weil es klingt ein bisschen dumpf. Ja. Erste Stufe, sechste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, erste Stufe, Auflösung, fünfte Stufe. Okay. Einfach ein Akkordablauf. 1, 6, 4, 5. Genau, klingt schon wie ein fertiger Song. Schon im Prinzip wie ein fertiger Song. Ja, okay. Das kann man irgendwie, es gibt so viele Songs, die im Prinzip so funktionieren. Ah, okay. Also so mit wenigen, ganz wenigen Akkorden arbeiten die. Zum Beispiel Ride Like the Wind. Ah, okay. Von Christopher Cross. Christopher Cross, den haben wir nämlich gerade da stehen. Die Platte, pass auf, ich spiele das in G, das ist nicht die Originaltonart, okay, ich spiele das nur deshalb, weil ich das dann alleine spielen kann. Okay. Wie geht das? Sag gleich die Stufen. Geht
A-Moll an, mhm. aber das ganze Stück ist in G-Dur. Okay. A-Moll ist auf der zweiten Stufe von G-Dur. Aha. Ja. Da kommt G-Dur, ist die erste Stufe. Aha. Wieder A-Moll, zweite Stufe. Ja. G-Dur. Dann gehen wir nach F-Major, ist die vierte Stufe. G-Dur wieder, die erste Stufe. Zweite Stufe. Und auflösen wieder zu G-Dur. Okay, alles klar. Oder bleiben wir in G. Knocking on Heaven's Door. Ah, ja, ja, der ja? Klassiker. Genau. Ja. G-Dur. Sowas analysieren kann, mhm. wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kann man irgendwie gucken, wenn man so Pop-Songs spielt, ja. dann kann man natürlich mal gucken, welche Pentatonik passt. Mhm. Okay. Und da ist es irgendwie zum Beispiel, du kannst immer die parallele Molltonart nehmen, also von G-Dur ist das E-Moll zum mhm. Beispiel, und also eine kleine Terz unter dem Grundton, die Pentatonik kannst du dann nehmen. Und kannst sozusagen solo spielen und das passt, weil das alles in einer Tonart ist. Der kleine Terz unter dem Grundton. Genau, das wäre E-Moll. Okay, also G ist mein Grundton. Genau, G ist dein Grundton okay. und eine kleine Terz wäre 1, 2, 3 Bünde nach unten. Okay. Da hast du dann jeweils immer die Molltonart, die passt. Ah, okay. Also in dem Fall wäre das eben E-Moll, E-Moll Pentatonik. Ja. Also. Beispiel, wir haben ja eben gesagt, Bright Like the Wind. Ja. Ist ja auch G, ne? Okay. Das heißt, okay. Du müsst auch passen, ne? Okay. Sollen wir es mal ausprobieren? Ja. Stufenakkorde ist wirklich Thema. Eine ganz wichtige Sache. Alles klar, prima. Vielen Dank. Werde ich mich mal mit beschäftigen. Alles klar.